Ist Silber das nächste Opfer einer Short Squeeze? Na, was sage ich hier, Opfer oder der große Profiteur? Viele haben jetzt Silber sogar schon bis auf 1000 mal ausgelobt und haben gesagt, da ist noch viel drin. To the Moon and Beyond möglicherweise auch noch. Also die Rakete, die Kursrakete ist gestartet und ihr hört an der Wortwahl, wer schon länger mit dabei ist, der weiß, ich erinnere damit an die Zeit des neuen Marktes, als die eine oder andere Kursrakete einfach gezündet wurde und den Markt damit ganz dynamisch nach oben gepusht hat. Aber wie nachhaltig ist das Ganze? Und ihr wisst ja, ich bin ein Charttechniker. Wie ist das Ganze denn überhaupt charttechnisch zu erklären? Macht das überhaupt in irgendeiner Form Sinn? Eigentlich müsste das Ganze doch, naja, irgendwie vorhersehbar gewesen sein. Und wer sich erinnert, ich bin eigentlich beim Silberkursverlauf eher auf der Shortseite unterwegs gewesen als hier auf der Abwärtsseite hier. Das wäre mein favorisiertes Bild. Nicht notwendigerweise exakt, wie ich das jetzt gezeichnet habe, aber irgendwie sowas in dieser Richtung. Sieht man daran nicht, dass die Charttechnik eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht? Das funktioniert doch alles gar nicht. Doch, funktioniert natürlich grundsätzlich schon. Wir sehen das teilweise hier in diesen internen Verläufen. Solange der Schub natürlich hoch ist und es wackelig runtergeht oder es die Schübe nach oben gibt und wackelig nach unten geht oder eben ABC nach unten geht oder hier ABC. Ich mache es nochmal alles weg, dann könnt ihr das besser erkennen. Solange das eben der Fall ist, haben wir die besseren Chancen natürlich in die Trendrichtung. Ja, aber steht das nicht total im Widerspruch zu dem, was ich vorher mal gesagt habe? Ja, das tut es tatsächlich. Denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich dieses Bild, was wir hier haben, nach etwa sowas hier dann auflösen wird und der Kurs anschließend dann wieder nach unten unterwegs ist. Das war eigentlich mein favorisiertes Bild. Aber ihr wisst ja, dafür müsste er auch das hier triggern. Das ist jetzt nicht wirklich hier in dem Fall der Fall gewesen. Der Kurs hat ja eben nicht gedreht, sondern ist ja nach dieser ABC-Geschichte dann doch relativ zügig weiter nach oben gelaufen. Hat also uns gar keine Chance gegeben hier für die Shortseite. Also, Charttechnik hat hier nicht versagt. Die hat etwas anderes vermuten lassen, aber zu keiner Zeit eigentlich die Realisierung oder die Umsetzung eben gefordert, weil tatsächlich das Bild sich hier gar nicht abgezeichnet hatte. Tja, und was jetzt? Ja, tatsächlich besteht jetzt eine realistische Chance, dass das noch ein bisschen weitergeht. Nicht nur, weil wir ja wissen, dass hier der ein oder andere Short-Squeezer jetzt den Markt richtig massiv nach oben pusht aktuell. Also wir davon ausgehen können, dass der Kurs von der Seite nochmal Unterstützung bekommt. Auch charttechnisch ist eigentlich ja im übergeordneten Bild, wenn jetzt die Korrektur doch zu Ende ist, die letzte Bewegung eine steile nach oben gewesen. Und jetzt wird halt die Frage sein, ist das hier das Ende? Und deshalb gilt für mich der ganz einfache Gedankengang, kriegen wir wieder irgendwie was Wackeliges, das kann im Kleinen, im Großen, im ganz Kleinen sein, dann haben wir die realistische Chance, dass sich das Ganze nach oben nochmal fortsetzt. Wichtig wäre nur, dass er eben die Schubbewegung vorausgehend hat und die Gegenbewegung wackelig dem gegenübersteht. Und dann hat man eine Chance, da gegebenenfalls nochmal aufzuspringen. Ja, damit ist also Silber auch auserkoren in dem Kreise der Short Squeezer mit gutem Potenzial nach oben. Jetzt sofort einzusteigen, das würde ich nicht unbedingt wagen, sondern dann, wenn man schon sagt, ah, ist mir egal, dass sie so stark schon gestiegen sind, habe ich halt die ersten Dollar verpasst hier. Der Markt hat ja noch viel Potenzial. Dann aber bitte abwarten, dass er noch mal ein bisschen runterkommt. Um dann, es muss ja kein Riesenrücksetzer, aber einfach, dass wir klar unterscheiden können, ah, das war diese wackelige Kiste, was er immer sagt. Und dann können wir auf die entsprechenden Zwischenhochs dann ja unsere Long Order dann eben platzieren. Also, insofern Silber absolut spannend, gar keine Frage. Es gibt einige, die sagen, es hat auch einen fundamentalen Hintergedanken. Silber als wichtiger Bestandteil für die Elektromobilität beispielsweise. Naja, Mobilität ist vielleicht so eine Sache, aber zum Beispiel alles, was mit Solar zu tun hat, Silber leitet hervorragend, kommt noch dazu. Also insofern gibt es viele auch wirtschaftliche Gründe, die für Silber sprechen und deshalb vermuten lassen, dass hier die Nachfrage zukünftig noch weiter steigen wird. Aber ihr wisst, ich bin eigentlich nicht der Fundamentalist, der hier mit irgendwelchen Zahlen oder sonst irgendwelchen Ideen hier aufwartet, sondern mir geht es im Wesentlichen darum, natürlich die Charttechnik hier lesbar zu machen und damit haben wir dann eine sinnvolle Möglichkeit, durchaus auf diesen Trend auch später nochmal aufzuspringen. Wenn wir hier eine sinnvolle Order sehen, werden wir das natürlich ankündigen. Unter anderem im Trade des Tages
Wer also nach ganz konkreten Einstiegssignalen sucht und aber auch wissen will, wo geht man denn dann raus, wo stoppt man dann, ist man damit richtig aufgestellt, also einfach anmelden. Es kostet ja nichts. Und gerne auch bei Born for Trading anmelden. Da gibt es dann immer wieder Nachrichten, auch auf Smartphone, wenn etwas besonders interessant ist. Manchmal ein Erklärvideo, manchmal Beiträge mit ganz klaren Trading-Ideen, je nachdem, was der Markt halt gerade so bietet. Meldet euch einfach an, der Link hier unten drunter. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis bald.